Leute, 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 Leute. Hi, ich heiße Sarah. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Aceh und ich wohne jetzt in Cawang, Ostjakarta. Und ich bin Buchhalterin. Am Anfang habe ich Deutsch online gelernt und dann habe ich mich für Deutsch im Goethe-Institut Jakarta angemeldet. Zuerst werde ich ein Stipendium aufnehmen. Ich mochte einen Masterstudiengang Deutsch beginnen. Deshalb muss ich Deutsch sprechen können. Ich mache alles am Goethe-Institut Jakarta, besonders der Lernprozess. Die Lehrer wissen, wir lernen Spaß machen, damit wir keinen Stress bekommen. Zudem gibt es auch eine tolle Bibliothek. Dort können wir lernen, Bücher ausleihen und die Spiele spielen. Wenn wir müde oder gelangweilig sind, gehen wir einfach in die Bibliothek. In der Freizeit treffe ich mich gerne mit meiner Familie und wiederhole ich die Deutschübungen, damit ich sie nicht vergesse. Ich bin der Meinung, dass dieses Online-Unterricht sehr interessant ist, obwohl ich meine Freunde und die Klassatmosphäre vermisse. Der Online-Unterricht ist sehr Spaß, genauso wie im normalen Unterricht. Ich denke, Goethe-Institut sollte diese Art von Kurs nach der Pandemie anbieten. Der Online-Unterricht ist effizienter, weil wir keine Zeit auf dem Weg verschwenden.